Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Barfuchs Hotel Seegzocken Valheim. Hi, hi. Jetzt wieder neu mit Kamera, mit Face-Einblendung. Unten bei der Kamera seht ihr übrigens ein kleines Symbol. Muss mal gucken, ob ich da hin zeigen kann. Da seht ihr das. Das ist eine kleine Kamera, die zeigt euch an, wessen Bildschirm gerade aktiv ist. Das heißt, wenn ich zum Zicklein umschalte, dann hat das Zicklein diese kleine Kamera. Und dann wisst ihr genau, wessen Bild seht ihr gerade. So, schalten wir mal wieder zu den wichtigen Personen zurück. Da geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. So, jetzt gehen wir erstmal eine kleine Runde. Kaum wieder da, ist er schon wieder frech. Ich habe in der Woche jetzt, haben wir nicht so viele Aufnahmen gemacht, hat mal keine Zeit leider, habe ich ein bisschen gebastelt. Ich hatte ja gesagt, dass ich einen Portalturm bauen möchte und natürlich auch ein Haus für uns. Das Haus hatte ich euch schon mal gezeigt im Let's Play. Da ist jetzt noch nicht so viel mehr passiert. Wie gesagt, es war ein bisschen Zeitmangel. Da werde ich heute dran weiterarbeiten, dass wir das hier fertig kriegen. Und dann haben wir hier ein paar Portale. Das sind alles die Portale, die von drüben aus der alten Base kommen. Hier haben wir einmal den Turm 1. Hier haben wir Turm 2. Und hier hätten wir dann die Arena. Das ist dann unten bei den Wölfen. Und wenn wir durch den Turm 1 gehen, kommen wir logischerweise in den ersten Stock vom Turm. Das ist alles ein bisschen... es wirkt im ersten Moment ein bisschen beengt, aber so oft geht man hier ja auch nicht rein, sage ich jetzt mal. Ein bisschen beengt. Dann haben wir hier den Händler. Hier hätten wir das Silber, das letzte, was wir abgebaut haben. Hier ist noch nicht vergeben, das habe ich extra offen gelassen. Sind auch schon alle richtig schön verbunden, wie sich das gehört. Und dann kommen wir zurück ins Haus. Und durch den zweiten kommen wir dann halt zu den Portalen, die zur Brutmutter führen, zu Knochenwanst. Ich weiß gar nicht, was das dritte war, wenn ich ehrlich bin. Du fragst mich jetzt. Ich du hast doch keine Ahnung, du warst ja gar nicht mehr. Ja. Sie hat ja gar nicht mitgeholfen, sonst habe ich ja alles allein gemacht. Jetzt. Verfahren. Beschwer dich doch mal. So, der Balken hier muss leider sein. Zwecks Zukunft fürs Dach. So, hier haben wir Knochenwanz, genau. Dann haben wir hier die Brutmutter und die ist auch noch nicht verbunden. Sehr schön. Also wir haben noch zwei offene Portale, was sehr schön ist. Da können wir dann mal gucken, dass wir noch ein paar schöne Ecken uns aussuchen. Wir könnten natürlich auch eins zum Garten noch machen. Aber das wäre auch. Also zum Garten brauchen wir keins. Zum Garten brauchen wir keins, sagt das Licht. Dann bauen wir auch keins zum Garten. So. Wie gesagt, hier hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Ich zeige es trotzdem noch mal kurz. Hier ist dann der schöne Balkon, der dann her, wenn man dann irgendwann mal wieder was sieht, wenn der Nebel sich verzogen hat. Und es nicht unbedingt Nacht ist. Kann man dann wunderbar zum Hafen runtergucken. Und da wird es hier auch eine Treppe geben, die zum Hafen direkt runterführt, wenn dann mal ein Hafen da ist. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre. So, hier fehlt, glaube ich, Holz. Sonst laufen die nämlich eigentlich, ja. Einmal Holz hatte ich noch in der Tasche. Was war denn das Spinnrad? Das ist außen. So, hier habe ich ein bisschen Material reingeschmissen, was ich alles so im Laufe der Zeit halt noch hatte. Und auch vom Auseinandernehmen. Ich hatte ja unten bei den Wölfen dann auch die Schmiede auseinandergenommen und so. Und statt mir das Material dann da wieder zu holen, habe ich mir ein neues fertig gemacht. Was ziemlich dämlich war. Aber was soll's. So, okay. Ja, ist aber auch wirklich finsterste Finsternis. Nebel ist schon seit zwei Tagen, oder? Ja. Jahreszeitwechsel gewesen, haben wir irgendwas verpasst? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Eigentlich nicht. Gibt's da zu lachen? Auch einiges, einiges. Mal gucken, ob ich die Mauer so hinkriege, wie du sie hast. Wundert euch nicht, wenn wir ab und zu mal auf den Bildschirm da oben gucken. Das liegt einfach daran, wir machen Live-Let's Play und dann ist natürlich im Chat trotzdem Aktivität. Was bedeutet, dass wir auch ab und zu mal zum Chat gucken, aber wir werden nicht im Let's Play darauf antworten. Damit ihr da nicht verwirrt seid. Honig geht langsam zur Neige. Ach, nee. Ich freue mich schon auf die Mauer, wenn sie irgendwann mal fertig ist. Ja, da bist du ja jetzt. Das ist ja abgetreten. Das Zicklein baut jetzt Mauer. Gehen die? Darf ich? Was denn? Ja, natürlich. Gehen die? Ja. Ich habe wochenlang gebraucht, um das hinzulegen. Natürlich gehen die. So. Ja, genau. Da guckt bei dem Zicklein ein bisschen so. Ich finde mal unser Haus wieder. So viel Nebel ist hier. Da ist die Brücke. Ich muss hier mal ein paar Fackeln hinstellen, glaube ich. Ich finde nicht mal mehr unser Haus wieder. Ein riesen Leuchtfeuer oben drauf. Ja, das sieht man aber nicht. Ach, guck an. Warum dann unbedingt das Riesenleuchtfeuer, wenn man es nicht sieht? Das hat doch was mit der Grafik zu tun, du Dödel. Also außerdem ist es aus. Fehlt Holz. Ja, dann weißt du ja. Ja, dass ich erstmal Schamanen töten muss. Hier am Weg umziehen. Das weiß ich. Aber ich gehe, ich steige jetzt gleich aufs Dach und dann packe ich neues Feuerholz rein, damit das Feuer wieder brennt.
Vor allem, ich verstehe immer noch nicht, warum du in der einen Folge diesen Kranz oben weggenommen hast. Der sah so... Nein, der sah gut aus. Nein, der sah nicht gut aus. Der sah gut aus. Oh, ich muss mich hier konzentrieren. Wir sind nämlich schon wieder Grauzwerge unterwegs. Die wollen meine Kiste fahren und meine Portale. Nicht nett von euch. Macht einen Abgang. Warum sind es so viele, sag mal? Es ist Nacht. Das ist noch keine Begründung. Doch. Die haben hier genau wie alle anderen mit Anmeldung zu erscheinen. Klar, so wie in deiner Taverne. Ich habe keinen Stein mehr. Tatsache, ich habe keinen Stein mehr einstecken. Egal, kann ich mit Holz weitermachen. Ups. Ach, ich glaube, der Nebel lichtet sich endlich. Hier wieder was. Wow. Irgendwas kloppt hier irgendwo dagegen. Ach, siehst du, das Feuer ist sogar noch anders. War so nebelig, dass man das Feuer nicht sehen konnte. Ach. Ist so. So, dann kann ich es jetzt auch ohne Nebel zeigen. Lalalala. So, guckt euch das an. Ich finde, das ist hübsch. Ich finde, das sieht schick aus. Vorher war da oben auf dem Turm, das war das, was Siglan gerade meinte, noch ein Kranz drauf. Aber das war dann zu viel. Also, nein, war es nicht. Das war einfach zu groß. Das hat nicht zur Höhe des Hauses gepasst. Das versteht sie nicht. Das hat auch. Sie hat einfach kein ästhetisches Gefühl für sowas. Jetzt aber, oder? Das ist einfach wahr. Mhm. Kein Sinn für Ästhetik, die Frau. Wusa! So, wie habe ich denn jetzt. Muss ich erstmal überlegen, wie ich denn hier weitermachen muss. Baue ich jetzt hier genauso? Eigentlich könnte ich das genauso machen. Wenn ich Hilfe brauchst, kommst du, ne? Hast du gesagt. Wenn du Hilfe brauchst, komme ich? Ja. Habe ich gesagt? Ja. Habe ich das gesagt? Tja. Warum sage ich denn so einen Unsinn? Das ist kein Unsinn. Wenn ich beispielsweise hinten an der Ecke, wo die Eiche stand, an dem Tor. Hinten an der Ecke, wo die Eiche stand. Wo wir uns heimlich trafen. An der Ecke, wo die Eiche stand. Ich muss jetzt hier den Werkbank stellen. Ich habe natürlich alle Werkbänke und so wieder in den Boden eingelassen. Aber das braucht man ja doch mal eine. So, haben wir es wieder eine. Musst du höchstwahrscheinlich gleich ihre Steinemopsen hinten aus der Kiste. Ja, solange klar. Wir noch welche haben. Ansonsten muss ich dann noch Steine farmen gehen. Naja, ist ja klar. Mops ruhig. Ja, ich mopse. Ach, siehst du genau, ich hatte noch einen draufgesetzt. Ich wundere mich gerade, warum das hier so kurz ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so hinkriege, so einfach. Hm? Ach, hey. Ja, genau, das denke ich mir auch gerade. Meine. Warum fehlt da ein Stein? Oh, ich glaube, der Stein wird zu schaffen, die Support. Wo müsste eigentlich haben? Warum fehlt da ein Stein? Ich weiß es doch auch nicht. Frag mich ja, doch, den Teil hast du ja gebaut, also muss ich dich ja fragen. Was? Wo? Oh, da fehlt ein Stein. Ja, warum fehlt. Nein, jetzt komme ich da. Doch, hier ist es. Nein, da fällt er runter. Warum rede ich eigentlich mit dir? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss den ganzen Mist ja erstmal. Weiß ja nicht, was du genau hast für ein Problem. Ich könnte ja auch gucken, aber. Nee. Ich will einen. Wäre wahrscheinlich schlauer, wenn ich das von unten mache. Ach, jetzt komm, jetzt fangen wir dir jetzt nicht auf einmal an. Von schlau zu reden, ja, schon klar. Irgendwie die Sachen mit. Den brauchst du auch keinen Steine mehr. Okay. Das war schon mal ein Problem. Denn eigentlich aus hier. Das ist ganz gut. Ah. B. Wow. Aber mit den Umhängen so richtig funktioniert das nicht, was wir gemacht haben, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Wir wirbeln immer noch nicht gegen die Wahnsinnigen. Ich wäre mal für einen Tag und nicht mehr für Nacht. Ja. Würde ich sagen, schlaf da einfach rum, ne? Würde ich sagen, ich verklopfe mal hier die Skelette. Ich bin immer lang. La, ja. Na. Usa. Usa. Nee, erst nicht. Muss ich erst mal mitmachen. Wieder ein Stein? Da
Kartoffel tatsächlich. Ein Stein? Hast du es ja nicht. Das ist so weit drüben. Snap-Points treiben mit nochmal einen Wahnsinn. Diese Snap-Points sind dein größter Feind. Ah! Ach so, genau, da habe ich ja noch nicht Werbung über, deswegen. Ach ja, ja, das ist Spannung pur jetzt gerade hier. Ja, total. Wundert euch nicht. Das gehört aber auch dazu. Deswegen fehlt da immer ein Stein. Muss ja auch gebaut werden. Jetzt habe ich deinen Versatz auch verstanden. Hast du jetzt verstanden? Habe ich jetzt verstanden. Ich habe die wahrscheinlich selber noch nicht mal verstanden, aber es ist schon okay. Ach, da komme ich doch wieder nicht hin mit dem blöden Tisch. Ach, doof. Die Reichweite von den Tischen und so, das finde ich furchtbar. Das hätte ich auch besser lösen können. Jetzt hier nicht mehr hoch. Na. Komm nicht mehr hoch, muss ich auch so rumgehen. Ich muss ja noch einen Tisch bauen. Um da bauen zu können. Wird es Tag? Ja, schön. Vielleicht sehe ich da mehr. Nee, glaube ich nicht. Ja, danke. Danke, dass du mir meine Hoffnung zerstörst. Mal wieder gerne. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen raus scrollen. Auch scrollen? Ja. Was hast du denn? Quatsch damit. War kein Quatsch. Warst du? Ja. So, was braucht aber zwei Eisenbahnen, oder? Für einen Steinmetzisch? Zwei Eisenbahnen, Holz und Stein. Kohle, ne? Kohle? Warte. Nee, Kohle war es nicht. Nee, Eisen, zwei Eisenbahnen, Stein und halt die Werkbank und Holz. Ja, wollte ich sagen. Ach Mensch, ich hab da Eisenbahn oben. Oh. Schatzi, du hast Eisenbahn oben. Da schweiß ich dich. Mach doch. Nö. Ich glaube, da brauchst du nicht. Muss unerwartet kommen, es muss dich von hinten treffen. Ich glaube, den Satz machen wir nochmal neu, oder? Nee. Will ich nur noch mehr. Wie man die sagen. So, ja. Ein Stein mit. Ja. Lass es. Einfach. Was? Ich. Boah, ja, wirklich jetzt. Gar nichts. Jetzt komme ich da auch drunter, glaube ich, im Platz. Oh, das geht aber tief runter. Ich glaube, das hebe ich lieber ein bisschen an. Habe ich noch Holz einstecken? Ja, ich habe noch Holz einstecken. Eng. Was wollte ich? Wir haben ja wieder ein bisschen am Terraforming rumgeschraubt. Haben sie? Man kann jetzt wieder etwas, man kann jetzt wieder etwas besser am Badeseiten bauen. Aber ist wirklich nur etwas. Der Unterschied ist merklich, aber nicht so doll. Auch eine neue Werkbank. Die alte kaputt gemacht? Oder? Nein, der Radius ist vorbei. Der Radius ist vorbei. Mal nicht was macht. Radius ist vorbei. Radius ist vorbei. Du bist so eine Triefnase, ich weiß. Dummbatz, was auch immer du gerne sagen möchtest. Komm hier nicht hoch, ich brauche eine Treppe. Ich muss mir eine Treppe hinbauen, damit ich hochkomme. Auch cool. Aber das habe ich hier schon, also da habe ich jetzt hier mit Treppenbau und dergleichen. Das mache ich hier ständig, wenn ich überall hochkomme. Ja. Sollten wir den Zuschauern dann auch mal zeigen? Nö, nicht doch. Wirklich, nein. Das unnützes Nebenmaterial hier. Geh da mal rein. Schnipp mal, du. Aber. Was machst du denn da? Nix! Nix. Ich mach nix. Hat er doch den gerade schon. Da war er. Ah, verdammt. Ich muss auf die Mauer erst. Die Balken sind so weit draußen. Was ist denn da los? Oben anfangen. Oh. Solltest du tun. Kann ich toll zum Wasser, aber ich will es nicht holen, es ist so weit unten. Wirklich jetzt?
komme ich nicht mehr aus dem Wasser. Mann, das geht jetzt wirklich. Rutsche ich hier mit der Welle hoch und runter. Auch schön. Das haben wir. Was ist denn los hier? Macht er schon wieder ein World Save? Er mag dich einfach nicht. Ja, so was auch. Ich glaube, ich hier gleich den Boden an. Der Fisch kommt auch nicht aus Wasser rein, siehst du? Der hat das gleiche Problem wie ich, nur umgekehrt. Ihr seid doch froh, dass er nicht reinkommt. Also ja, ich will ja den Fisch nicht haben. Wenn wir schon Fisch, der nicht in der Lage ist, ins Wasser zu kommen. Du? Wer weiß, wie lange der da schon rumgammelt. Ich habe keinen Stein mehr. Schon wieder. Was machst du mit dem ganzen Stein? Ach ja, richtig, du brauchst eine Mauer. Hey, man wird doch noch mal fragen dürfen. Nee. So, ah, Moment, da fehlt ja noch was. Da fehlt ja noch ein Balken. Nein. Doch. Ich wollte noch gar nicht drücken. Oh, das wird wieder so ein Hackchen. Na. Auf dann schon mal 10 Kilometer weiter. Um meine Kisten wieder hinzufügen. Richtig. Nein, nochmal mitnehmen. Ja, musst du. Harte Sache. Aber es geht. So, jetzt der Stein noch dahin. Guck mal, also. So, dann haben wir schon mal eins breiter. Das Holz hole ich später irgendwann. Glaube ich. Okay. Glaubst du wirklich daran? Ich bin nicht mehr damit. Gut. Würde ich hier noch mit dem Stein rankommen? Nein, würde ich nicht. Ergo, ich brauche hier vorne einen neuen Angeber. Ja. Warum? Oh. Jetzt wird's aber. Liegt aber 13 hier. Tut's das wirklich? Oh, verdammt, verdammt. Na, geht doch. Muss auch noch etwas. Alter. Ein Zucht gerade, das ist ja unnormal. Bei mir nicht. Sehr schön, das freut mich. Ich mache ja auch die Aufnahme und den Stream. Solange es bei dir ruckt und zuckt. Ich weiß nicht, ob es dann in der Aufnahme, wenn du jetzt dich einblendest, weniger zuckt und ruckt. Aber es wäre natürlich wünschenswert. Aber witzigerweise arbeitet meine GPU und meine CPU gerade mal bei 50%. Also liegt nicht daran. Okay, jetzt habe ich definitiv keine Steine mehr. Tatsächlich am Spiel. Beziehungsweise daran, dass hier so viel gebaut ist und so viel terraformt ist in der Ecke. La la la, eben hat er doch gesnappt. Was ist los hier? Ich krieg die Krise. Wo kriegst du die Krise? Schnapp hier jetzt endlich so, wie du sollst. Die ist leer, die ist leer. Für was hab ich die zwei jetzt? Achso. So. Also ich kann behaupten, ich bin schon fast an unserem Tor. Also. Ja, das kannst du behaupten. Stimmt, das andere Sache. Ey. Ja, du hast ja gesagt, ich kann behaupten. Nicht gesagt, ich kann beweisen, oder? Ja, du kannst ja. Überhaupt. Boah, nicht am Turm. Ich hab Tor nicht, gesagt. Ich hab Turm verstanden. Sorry. 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 Jetzt schnapp schon. Da muss ich gucken. Ja, also. So, das war das. Hier fehlt ja auch noch der Balken. Ding. Hast du das noch? Wenn man ansetzt und dann in der letzten Sekunde verändert sich der Snap auf einmal. Hast du dann schon wieder für Probleme? Alles gut. Glaube ich nicht. Alles einwandfrei. Das war noch nie der Fall, also. Was, das alles gut ist? Hm. Danke. Alles einwandfrei ist. Da musst du ja wissen. Ja. Lebe mit dir. Frage ist noch, wie lang? Eine gute ganz, Frage, ne? Keine ganz un. Nee, lass mal's. Ich kann nicht gleichzeitig reden und bauen. Nee, so sollen sich auf eine Sache konzentrieren. So, dann mache ich das, nämlich das Reden und du baust. Mhm, mach mal. Würde ich sehen. Ich muss mir ganz schnell weggehen, weil ich das nicht heute nicht finde. Komm schon. Furchtbar warm geworden in letzter Zeit, oder? Das ist jetzt dein Problem? Aber es erklärt zumindest, warum mir der Schweiß unter der Mütze. Warum hast du dann auch eine Mütze auch im Sommer? Damit der Schweiß nicht runterlaufen kann. Bei mir immer Fruchtschweiß, der will mal abhauen.
komischerweise immer Richtung Erde. Ich bin da eine Anziehungskraft. So, eins. Ich glaube, das hatte ich hier auch so. Ja, eins, zwei, drei. Rolling, will mich ärgern. Eine auf die Mütze. Aua, ich verband. Ich habe keine Steine mehr. Jetzt habe ich euch hier tatsächlich ein zu wenig. Du musst die Steine mopsen. Nein, nicht schon wieder. Wieso schon wieder? Immer noch? Ja, wenn meine leer sind, habe ich gesagt. Ich glaube, ich hier eine mehr. Davon abgesehen brauchst du ja im Moment keine. Natürlich, ich brauche hier oben auch einen Stein. Ja. Sind nur noch ein paar hundert da. Mach mal. Außerdem hast du nicht einen ganzen Wagen voll Steine? Ich glaube, ich muss hier tatsächlich eine Reihe Steine weniger machen als da drüben. Wow, danke für das Ignorieren meiner Frage. Nee, hatte ich nicht. Doch, hattest du. Warum fragt man nicht erst? Ich lasse hier tatsächlich eine Reihe weniger. Oh, ich habe schon wieder nichts zu essen. Und ich komme schon wieder nicht hoch. Ich komme wieder Treppe. Wirklich? Ja. Ich bin in einem Alter, da braucht man mal Treppe. Ja. Ja. Definitiv. Du bist ja normal, du kommst nicht mal über die Treppen hoch. Was? Ich darf dich daran erinnern, wie heute denn den ganzen Tag deine Aussagen waren. Oh, mein Rücken, mein Rücken. Ey, das hat aber einen anderen Hintergrund, warum mein Rücken heute wehtut. Ja. Immer die gleichen Ausreden. Es ist keine Ausrede. Immer die gleichen Ausreden. Nein, das sind monatliche Beschwerden. Welche Ausrede ist das ja? Nee. Dafür schlecht gelaunt zu sein. So schlecht gelaunt bin ich ja gar nicht. Kommt dir nur so vor, weil du es halt direkt mitkriegst. Dann habe ich kein Holz mehr in der Tasche. Hast du mir Holz auch geklaut? Nein. Nein. Nein, hab ich nicht. Nein, nein. Nö. Nein, ich sag nicht die Wahrheit. Nee. So ist sie immer. Warum? Warum du immer so bist, weiß ich nicht. Nee, warum sollte ich? Und die Wahrheit sagen. Das, das Konzept hat sich dir wirklich noch nicht erschlossen, oder? Warum sollte man die Wahrheit sagen? Willst du jetzt böse sein? Wirklich? Entschuldige, aber das war ja nur dein eigenes Thema. Ja. Ich hab das Tor nur umgewandelt. Du hast den Ball hingelegt. So, mal gucken. Da muss er ran. Schaut euch mal seine Verzweiflungstaten an. Nein. Nichts Verzweiflung hier. Perfektion. Warum komme ich denn da? 1A Perfektion. Das ist ja, nee, immer noch nicht. Der war immer so aus, aber das Step. Warum snippt dann jetzt nicht? Nein, das will man auch. Muss ich erst den wieder wegnehmen, wenn ich da snippen kann? Auch geil. Aber wie ist es, geht's. So, wenn ich den jetzt mal hinkriege, geht's auch. Aber das wird ganz schön eng hier mit dem kleinen Zusatzdach. Ich glaube, das lasse ich sogar weg. Ist hier ein bisschen breiter dann mit dem Stein? Wirklich eng, weil es direkt vom Thron verlaufen würde. Und hier soll ja eh der Graben hin, den du ja unbedingt wolltest. Graben? Ja, Vordermauer. Ich hätte also gerne einen Graben, ja. Draußen, Vordermauer. Vordermauer, Vorderlauer. Vordermauer auf der Lauer. Sitzt eine kleine Zicke. Das ist gar nicht wahr. Haut euch mal die Zicke an, wie die Zicke lauern kann. Oh. Na? Nein! Jetzt kommt sie wieder, ihre komische. Meine Auflage. Ja. Damit meine Hände nicht mehr wehtun. Brandhilfe. Ich hab jetzt vorher auch mal die Hölzer wieder rausnehmen können. Aber. Welche Hölzer? Nein, das reicht dir nicht. Wasser muss ich echt verschwenden. Ja. Du verschwendest sowieso Material, egal ob ich es dir sage oder nicht. Brauche ich wieder eine Treppe, das gibt's doch nicht wahr. Das war hier. Warte mal, kann ich nicht einfach? Klar. Dafür simpler. Nehmen wir den Balken da weg, nehmen wir einen Durchgang und schon geht's. So, was brauche ich? Steine brauche ich, ne? Oh, meine Steine sind fast alle. Ich hoffe, dass noch Steine in der Kette sind. Es sind noch so über 100 Steine. Ja, dann ist ja da, definitiv. Ja. Ich frage mich, wie lange. Bei dem, was du da baust, doch schon nicht so viel, so lange. Ey, aber es ist was ja auch, ich da baue. Alles gut, ist ja nachvollziehbar. Du baust ja immer in die Mauer. Ja. Da brauchst du schon einiges. Wo du sogar noch Steine vergessen hast dran. Na Mauer? Ja. Dann habe ich sie mit Absicht weggelassen.
Das hat bei mir alles gut. Ja. Dass du da Steine hinbaust, war keine hingehören. Nee, nee. Keine Sorge. Der Punkt, den habe ich schon lange überschritten. Was, dass du dir Sorgen machst? Dafür. Ach, was? Echt jetzt? Ich habe da vorne gerade eine Werkbank hingestellt gehabt. Was ist denn los hier? Ich will die nicht da so komisch ansnappen. Ich sehe gerade nichts. Du musst mal kurz rauskommen. Du musst mal. Nein, optisch brauche ich jetzt mal so. Optisch? Optisch brauche ich jetzt mal so dein. Auch rutsch mir den Buckel runter. Ich weiß, dass ich das bei Tisch und Fisch und Kirsche. Optisch. Optisch. Komm mal bitte in dieses Tor jetzt da raus. Lass uns doch mal optisch in die Kirche gucken. Hör auf, mich die letzten 5 Minuten jetzt zu ärgern. Komm jetzt, bitte. 5 Minuten noch? Ja. Dann muss ich aber ja nochmal richtig draufhauen jetzt. Ich muss hier erst noch das... Nein! Doch, das nein, ist, das ist jetzt wichtiger. Komm gleich, ich bin gleich da. Gib mir eine Sekunde. 1, 2. Nein, die Sekunde ist vorbei. Nein, jetzt habe ich jetzt hier bitte den Balken falsch gesetzt. Boah, Männer. Was? Was heißt denn hier Männer, nur weil ich den Balken falsch setze? Das kann schon mal passieren. So erfahren bin ich da. Ihr meckert immer, dass wir Frauen sagen, wir kommen gleich und 20 Minuten dafür brauchen. Ihr seid nicht besser. Okay, bei uns bezieht sich das aber auf einen anderen Sachverhalt. Ach ja, welchen? Na, dass ihr einkaufen geht und nicht wieder rauskommt aus dem Laden. Schatz, wir haben um 18 Uhr einen Tisch. Ja, ich bin gleich fertig. Ja, ja, das auch, ja, genau. Sehr schön, hast du das erkannt. Mhm. Gut, dass du hier mal so ein... Nee. Ich bin da eine Ausnahme. Ich brauche nur 10 Minuten, um mich fertig zu machen. Maximum 15. Ja, natürlich. Ja, wenn ich weiß, was ich anziehen will, ja. Ich rede dir das ruhig ein. Wo genau hast du gelernt, die Uhr zu lesen? Nein! Du bist schuld. So, jetzt kann ich rauskommen. Ja, danke. Haben wir da noch Zeit? Eigentlich nicht, ne? Doch. Wir haben noch Zeit. Beweg dich mal bitte schneller. Schneller? Nur so ein Mühe schneller. Ich muss jetzt erstmal optisch kontrollieren. Ja, optisch. Ob die Kirche noch im Dorf quietscht. Da. So. Wollen wir mal gucken. Wo bist du denn überhaupt? Da ja, da bitte das Tor mal raus. Wie rausnehmen? Nein, du sollst... Ja. Da ist jetzt so ein Abstand. Den siehst du ja, ne? Ja, ich sehe den Abstand. Da ist ein Wenn du jetzt... Das Stück hier direkt ansetze, ragt das hier vorne raus. Nein, tut es nicht. Das ist genau bündig. Ja? Ja. Willst du das dann auch so haben? Ja, das soll ja, das zweite Tor soll ja hier auch wieder so ran. Also es kommen ja 2 Tore hin. Ja, ich frag nur. Nicht, dass ich da jetzt hier baue und am Ende sagst du nee. Das könnte ich natürlich tun, aber so viel Spaß vertrage ich heute nicht mehr. Ja. So, hier kommt dann so eine Zweiersäule einfach übereinander. Bei Zweiersäulen. Dann hast du hier den Abschluss schon und dann weißt du nämlich, wie lange du hier bauen darfst, damit du den Versatz hast. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, wie machst du denn das jetzt am besten? So, machst du jetzt hier eine Treppe ran, dann kannst du hochsteigen. Ich bin hier du. Du bist nicht hier. Ja eben, deswegen machst du ja das komplizierter, meinst du? Oh. Nö, machst du sogar einfacher. Ja, bei dir geht das ja auch, bei mir geht das nicht. Ich habe ja eine steile Steigung und dann Holzbalken, die mir im Weg ragen. Eine steile Steigung? Ja, und Holzbalken, die mir in den Weg ragen. So, dann mache ich aber die Portalseite auch so wie mit den Balkonen und stelle die Portale auf den Balkonen. Ja. Das passt. Das sollte optisch ziemlich gut aussehen. Wie lange darf ich mir das jetzt wieder anhören? Ja, bis du was Neues sagst, worüber ich mich lustig machen kann. Ich wollte ja noch eine Kirche bauen. Oder was? Eine Kirche. Eine Kirche? Ja, eine Kirche, genau. Gemein. Ich noch eine Kirche. Jeden Tag in die Kirche gehen. So. Das ist fies. Ja, seht ihr, so schnell vergeht die Zeit, wenn was Spaß macht. Also uns hat Spaß gemacht, was euch Spaß gemacht hat, wissen wir ja nicht. Ich hoffe es mal. Auf jeden Fall sind wir am Ende der Folge angekommen. Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr machen könnt. Einfach mal die Folge liken. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ich kein Holz mehr. Dann brauche ich mal den Abo-Button, der beißt nicht. Passiert euch ja nichts Schlimmes, glaube ich zumindest. Das passiert nur, wenn ihr Eheringe in die Hand nehmt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, glaube ich zumindest. Wenn mit etwas Glück. Mit etwas Glück lebst du dann noch, ja. Und ja, bis dahin. Ciao.